Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach die neue Herausforderung machen könnt in den 14 Fortnite-Sommertagen. Denn wir haben eine neue Herausforderung bekommen und in dieser Herausforderung, wenn wir die abschließen, kriegen wir ein kostenloses Item und das möchte natürlich jeder von euch haben. Kleiner Tipp, landet erstmal hier oben bei diesen verschiedenen Uhren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aber wenn ihr es schon gemacht habt, landet trotzdem hier, schnappt euch eine Waffe und springt dann erst runter. Denn ansonsten passiert genau sowas. Ich wurde nämlich jetzt schon dreimal umgebracht. Nichtsdestotrotz, was ihr machen müsst, ist ganz einfach. Ihr kennt diese Herausforderung. Es heißt nämlich, man soll auf jeden Fall die Karnevalsscheiben oder die Karnevalszielscheiben benutzen oder die Clownszielscheiben und die sind da drüben. Die sehen wir auch schon. So eine Herausforderung gab es schon einmal, aber jetzt sollen wir das Ganze einfach nochmal machen. Ist ja auch nicht weiter schlimm und sollen diese Herausforderung einfach mal abschließen, damit wir diese 10 Punkte bekommen. Denn Voraussetzung oder ja, man muss mindestens 10 Punkte erzielen. Ihr aktiviert das Teil, haut hier einfach gegen auf diese Ballons, damit sie platzen. Ist auch super, super easy. Also wirklich, das ist eine, das ist eigentlich keine Herausforderung. Macht diese Herausforderung und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr auf jeden Fall etwas Kostenloses. Und was das Kostenlose ist, das zeige ich euch gleich. Das sind nämlich Kondensstreifen, aber dafür müsst ihr erstmal diese Herausforderung hier zu Ende machen. Das Ganze mache ich jetzt nochmal und dann zeige ich euch mal direkt, was unsere Belohnung ist. So, ihr habt es gesehen, 10 Punkte habe ich erreicht und jetzt bringe ich mich einfach mal selber um. Ich weiß tatsächlich, es ist unnötig, aber ich mache es jetzt einfach mal, damit ich euch die Herausforderung zeigen oder damit ich euch die Belohnung zeigen kann. Wenn wir dann zurück zur Lobby gehen, seht ihr natürlich euer Bildschirm, aber ich zeige euch jetzt mal eine Map, wo ihr sehen könnt, wo die 8 verschiedenen Orte sind. Da könnt ihr überall hin und da sind so eine Clownsscheiben, wo ihr diese Herausforderung machen könnt. Also ihr müsst nicht irgendeine nehmen, wo schon 1000 Leute sind. Ihr könnt auch einfach im Laufe des Matches oder so diese Herausforderung machen. Super. Super einfach. Es gibt eine in Lazy Lagoon, dann gibt es eine in Pleasant Park, dann Neo Tilted, Dusty Devo, ja, nördlich von Paradise Palms und so weiter. Dann Paradise Palms nochmal und Pleasant Park. Ihr seht es hier, herzlichen Glückwunsch, danke, dass du während des 14 Tage Sommer Events spielst und wir kriegen Strandbälle als Kondensstreifen. Super cool und dafür, dass es gratis ist, Digga, beschwert man sich definitiv nicht. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Gefällt euch das? Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen, Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 auch komplett kostenlos im Gegenstandshop eingeben. Wäre auf jeden Fall absolut ehre. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.